Aus den Tiefen des Quellcodes steige ich empor, um euch Tutorials zu bieten. Okay, Spaß beiseite, ich bin Donnef204 und in diesem Tutorial geht es um das Mapping. Wir werden eine Map von einem meiner Zuschauer etwas schöner gestalten. Um genau zu sein, quasi aus einer Anfänger-Map eine etwas fortgeschrittenere Map machen. Diese Map ist aus dem Spiel Where in the World is Donnef204. Sie sieht eigentlich ganz okay aus, also für jemanden, der noch nicht lange mit dem RPG Maker beschäftigt ist oder sich noch nicht sehr mit dem Mapping auseinandergesetzt hat, ist es eigentlich okay. Es wurden viele Details gesetzt, aber es geht immer mehr und immer besser. Dieses Tutorial wird wirklich nur eine fortgeschrittenen Map. Es geht immer besser. Aber seht selbst, was ich vorhabe. Zuerst gefällt mir nicht, dass hier oben die Brücke etwas abgehackt aussieht, aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber ich werde die Mapgröße um 2 erhöhen. Ist natürlich für diese Videosequenz dann Quatsch, weil es eh nicht zu sehen ist, aber ich werde es trotzdem tun. Dazu gehe ich, ich gehe auf Map Properties, erhöhe die Höhe um 2. Gehe dann auf die erste Ebene zum Beispiel und wähle das Select-Tool aus. Wähle die gesamte Map, schiebe alles um 2 nach unten. Nehme anschließend wieder den Stift und rechtsklicke auf das Gras oder wähle hier mit Linksklick das Gras und male es hier hin. Dann werde ich hier den Fluss etwas verlängern. Das sollte eigentlich jeder hinkriegen. Und vielleicht auch noch ein bisschen breiter machen, eventuell. So. Hier wieder ein bisschen schmaler, damit die Brücke auch reicht. Alles klar. Dann die Events natürlich auch um 2 nach unten schieben. Und hier mache ich den Fluss noch mal ein bisschen schmaler. So. Ist alles natürlich Geschmackssache. Gut. Damit hätten wir das auch geklärt. Ich finde, es sieht jetzt nicht so abgehackt aus. Ich werde nun den Weg auch nach oben weiter verlängern. So ungefähr. Hier, das könnte ich nochmal wegmachen, aber es spielt auch keine Rolle so wirklich. Gut, dann ist mir etwas aufgefallen bei der Brücke. Wurde hier ein Fehler gemacht, definitiv ein Mapping-Fehler. Diese Kante hier unten ist nicht der Anfang oder eine Treppe oder was auch immer. Diese ist, ich kann das hier mal komplett wegmachen. So. Diese ist nur dafür gedacht, falls eine Brücke seitwärts lang geht. Quasi die Stelzen, die man dann von der Seite sieht. Das ist nicht dafür gedacht, dass man von unten hochgehen kann. Es geht auch nicht. Also wenn ihr jetzt probieren würdet, hier hochzugehen, würde das nicht funktionieren. Also ist das ein kleiner Mapping-Fehler. Das löschen wir jetzt einfach raus. Also Rechtsklick in den leeren Bereich oder wir wählen hier oben links den leeren Bereich. Das ist immer eine Nummer sicherer. Am besten ihr wählt hier links oben den leeren Bereich und löscht es einfach raus. Genau. Dann werde ich das Geländer nochmal korrigieren. Das Geländer ist 1 zu kurz, aber das ist kein Problem. Alles klar, dann haben wir das auch korrigiert. Nun stand hier ein einzelner Baum. Ein einzelner Baum sieht immer etwas, deplatziert aus. Deswegen werden wir jetzt eine Baumgruppe erstellen. Ich mache hier noch das Gebüsch weg. Ich werde hier quasi einen Wald, der hier so entlang geht, erstellen. Und dazu gehen wir in die zweite Ebene, klar. Wählen den Baum. Ich wähle ihn nicht komplett, weil ich hier oben einen halben hinsetzen möchte. Und gehe dann in die dritte Ebene, um diesen halben Baum jetzt nochmal zu verdecken. Durch einen anderen halben Baum, aber der ist dann, ihr seht es ja selbst, anders geteilt. Und schon habe ich hier zwei Bäume, die sich gegenseitig überdecken. Der eine in der zweiten Ebene, der andere in der dritten Ebene. Und der Boden in der ersten Ebene. In der ersten Ebene kommt eigentlich immer nur der Boden. Und in der zweiten und dritten Ebene die Objekte. Das hat er ja bereits richtig gemacht. Das sollte eigentlich auch ziemlich verständlich sein und wurde auch bei mir in anderen Tutorials bereits erwähnt. Und
Ich glaube, nach kurzem Rumprobieren wird man das auch verstanden haben. Anschließend werden wir natürlich weitermachen. Wir setzen weitere Bäume. Ihr könnt ruhig auch die dritte Ebene mit der zweiten Ebene überdecken. Quasi so hier. Oder so hier. Das ist kein Problem. Das sieht zwar jetzt ein bisschen komisch aus, aber in-game sieht das nicht so aus. In-game ist es dann ganz normal. Und spielt keine Rolle. Ich kann hier mal das Event auf Action-Button stellen, damit ich jetzt keine Probleme habe und nicht aus Versehen jetzt das Event auslöse und dann ein bisschen rumlaufen kann. Aber ich habe gar keine Optik, also also mein Charakter, den sieht man gar nicht, aber es spielt ja keine Rolle. Da seht ihr, dass der Baum hier, also der untere Baum den oberen Baum überdeckt, nicht so wie hier im Maker. Das könnt ihr, falls es euch im Maker sehr irritiert, auch anders gestalten. Das mache ich ab und zu, weil es wirklich manchmal etwas irritiert und komisch aussieht. Und man kann sich das dann auch besser vorstellen. Aber das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Da müsst ihr den halben Baum in die dritte Ebene packen. Die obere Hälfte quasi. Und die untere Hälfte in die zweite Ebene packen von dem darüber liegenden Baum. Ungefähr so. Dann sieht es korrekt dargestellt aus, ist aber ein bisschen aufwendiger und nicht unbedingt nötig. Wir machen es wieder rückgängig. Man kann es tun, man muss es aber nicht tun. Ich wollte es nur gesagt haben. So. Ups. Alles klar. Nun setzen wir noch ein paar weitere Bäume. Wie machen wir das am besten? Machen wir wieder so einen halben Baum. Ja. Machen wir einen hier hin. Und noch in die dritte Ebene noch einen Baum. Hier so hin. Und dann haben wir schon unsere kleine Baumgruppe. Genau, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Könnte vielleicht noch ein bisschen besser sein, weil hier sieht irgendwie das Loch gefällt mir nicht. Könnte mir das noch irgendwie ausfüllen. Lasst mich kurz überlegen. Lasst mich mal kurz überlegen. Könnten vielleicht hier so noch einen in die dritte Ebene setzen. So. Und den hier vielleicht etwas nach unten machen. Nach unten. So, dann sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Ja, ich würde sagen, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Und schon haben wir einen kleinen Wald. Können wir uns nochmal angucken in-game. Wie gesagt, dann wirkt es alles nochmal ein bisschen anders, dadurch, dass es dann korrekt angezeigt wird. Und das sieht schon wesentlich besser aus als ein einzelner Baum. Aber die Map ist natürlich noch lange nicht fertig. Wir werden auch noch auf die rechte Seite ein paar Bäume stellen. Weil die sieht auch relativ leer aus, finde ich persönlich jetzt. Machen wir wieder so einen Teil des Baums nur. So. Dann noch in die zweite Ebene noch einen ganzen Baum. Ungefähr hierhin. Alles klar. Und dann machen wir hier nochmal. Genau, machen wir es. Ja, mach ich das Lagerfeuer. Ich setze das Lagerfeuer nochmal neu. Ich sehe gerade, dass es in der dritten Ebene ist, das Lagerfeuer. Und in der zweiten Ebene ist der Untergrund. Dann setzen wir das Lagerfeuer einfach nochmal neu, weil die Ecke hier ist sowieso leer. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Machen wir es so. Dann in die zweite Ebene setze ich hier nochmal einen Baum hin. Und setze das Lagerfeuer jetzt einfach in die dritte Ebene nochmal neu hin. Wie gesagt, weil hier die Ecke sowieso leer ist. Aber um den ganzen Baum zu markieren, brauchte ich das Feld. Sonst hätte ich hier den Baum so und dann so setzen müssen, also quasi zweimal. Das ist eigentlich Quatsch. Gut, warum ist hier das Stück in der dritten Ebene? Das ist etwas merkwürdig, aber das haben wir jetzt mal auch korrigiert. Gut. Sieht doch schon alles schon ein bisschen freundlicher aus als vorher. Das Event schiebe ich mal nach rechts in die Ecke, was auch immer da drin ist. Was ist denn eigentlich da drin? Play BGS Wind. Okay. Geht das nicht auch bei Map Properties? Hier. Achso, hier hat er den Regen. Ah ja, okay. Ja, ich verstehe. Ich verstehe das Problem. Alles klar. Okay, zurück zum Mapping. Ich will nicht über Events jetzt reden oder über Musik oder Soundeffekte oder was auch immer. Gut, dann werden wir etwas Gras setzen. Das habe ich bei meinem Lightmapping-Tutorial bereits angemerkt, wie das grob funktioniert, hat aber mit Lightmapping ja nichts zu tun. Also wenn wir es nochmal hier erklären.
Viele, oder oft habe ich gesehen, dass viele einfach das so markieren und irgendwo hinsetzen. So zum Beispiel. Ja, gut, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. So zum Beispiel. Aber das sieht ja total langweilig aus und auch immer die gleichen vier gegen Grasbüschel. Viele verstehen nicht, wie man dieses Gras korrekt setzt. Das Gras hat vier äußere Ecken und vier nach innen gerichtete Ecken, die hier daneben zu erkennen sind. Dann die Kanten, die geraden Kanten und ein Mittelstück, um die Fläche zu malen. Wir malen also jetzt erstmal hier die Fläche, beispielsweise so. So wie es uns halt gefällt, wie wir uns das vorstellen. Es spielt gar keine Rolle. Hauptsache, es ist eine eher geschwungene, kreative Form und keine langweilige Form. Das ist immer sehr wichtig, dass man versucht, nicht einfach nur gerade Linien zu setzen, sondern auch ein bisschen geschwungen, so wie hier der Weg auch ein bisschen geschwungen wurde. Wobei, den Weg könnte man eigentlich auch nochmal verbessern. Könnte man noch ein bisschen, ja, das sieht doch schon viel besser aus, wenn der ein bisschen so aussieht. Fällt mir gerade eben auf. So. Ihr könnt auch in den Weg nochmal mit dem hier, falls ihr einen etwas breiteren Weg habt, zum Beispiel jetzt so hier, könnt ihr mit dem hier auch noch in die zweite Ebene beispielsweise solche grünen Spuren in den Weg hineinlegen. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, aber das müsst ihr natürlich nicht tun. Aber damit ihr das mal gesehen habt. Ups, das war jetzt nicht ganz korrekt. Alles klar. Gut. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Dann werden wir die Kanten von dem Gras machen. So. Hier kommt eine Ecke hin. Hier kommt eine Ecke nach rechts wieder zurück. So. Dann hier eine Ecke nach. Ne, die Ecke nach unten machen wir hier. Oder wir machen es. Gehen erstmal nach oben. Dann wieder nach unten. Machen es noch ein bisschen geschwungener, die Form. Und ein bisschen natürlicher. Und gehen hier nach unten dann mit der Kante entlang. Jetzt kommt wieder eine Ecke, eine innere Ecke. Dann wieder eine äußere Ecke. Und wie ihr seht, sieht das doch viel, viel besser aus, als wenn ich jetzt einfach nur wirklich dieses viereckige Grasstück da hinsetze. Es sieht einfach wesentlich realistischer aus, wobei Realismus, sage ich immer wieder, nicht das Nonplusultra ist. Wichtig ist, dass es am Ende gut aussieht und nicht realistisch aussieht. Viele Dinge sehen einfach, ja, unrealistisch besser aus. Aber das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Und darum kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Wir versuchen es, wie gesagt, etwas realistischer darzustellen. Und etwas geschwungener. Wir gucken uns das gleich nochmal genauer an. Dann können wir immer noch überlegen, ob wir was ändern wollen. Welche Ebene muss ich? Ja, das ist jetzt ungünstig, weil beide belegt sind. Ebene 2 und 3. Dann könnte man noch die Event-Ebene verwenden. Um es etwas. Um dort noch das Stück hinzusetzen. Aber eigentlich ist das Quatsch. Oder machen wir das, machen wir das nicht? Das ist eine gute Frage, aber hier unten gefällt mir auf jeden Fall noch etwas nicht ganz. Da werde ich das nochmal nachkorrigieren. So. Ja, so gefällt es mir schon wesentlich besser. Ihr seht, man kann sehr viel machen, sehr viel rumspielen. Versucht ein bisschen auch zu experimentieren vielleicht. Alles klar. Genau, und dann kommen wir jetzt hier in die dritte. Da haben wir das. Und hier kann ich das jetzt gerade nicht setzen. Mache ich dann gleich über Events. Machen wir es doch über Events. Ist egal. So, machen wir es so. Genau. Machen wir es so. Dann haben wir hier das Grasstück fertig. Genau. Warum habe ich jetzt da das Stück rausgelöscht? Der zweiten Ebene. Das ist eine gute Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann. So, alles klar. Dann müssen wir hier noch das Stück Baum ersetzen. Das ist eigentlich ganz einfach.
Wir setzen hier ein Event hin. Ich hätte auch den Boden machen können, das wäre vielleicht sinnvoller. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Wir machen das mal genau andersrum. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich dieses Stück Gras genommen hätte. Ups, das war das falsche Stück von dem Baum. Ihr seht, auch ich denke manchmal nicht lange genug über das nach, was ich tun möchte. So, dann gehen wir in die Event-Ebene. Erstellen ein neues Event, nehmen Grafik, Tileset. Und ich brauche genau das Stück hier. Drücke auf OK. Mach die Move-Animation raus, wobei wir werden es ja nicht bewegen. Machen Direction-Fix rein, aber eigentlich kann ja nichts passieren. Im Grunde ist das eigentlich nicht so wichtig. Übernehmen. Okay. Können wir uns mal angucken, ob das so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es klappt alles. Sieht eigentlich sehr gut aus. Das Grasstück. Und wir machen jetzt noch ein zweites hier oben hin. Ihr seht, man kann viel rumspielen, viel experimentieren, viel machen. Man muss auch nicht wirklich groß drüber nachdenken oder wirklich auf euch so, als würde ich denken. Ich glaube eher nicht. ich denke nämlich gerade nicht wirklich groß drüber nach, was ich hier mache. Einfach nur machen. Irgendwas wird schon bei rauskommen und wenn nicht, dann ja, ist auch nicht schlimm. So, haben wir hier oben noch ein Stück Gras. Alles klar, dann haben wir das fertig. Nun kommen wir hier auf die rechte Seite. Das hast du schon sehr gut gemacht, lieber Secret Evermore oder Evermore Secret, Evermore Secret. Genau, das hast du schon sehr gut gemacht gehabt. Hier mit einem kleinen Hügel, das gefällt mir sehr gut. Und auch hier mit dem Lagerfeuer und alles, das gefällt mir eigentlich schon. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht gewesen. Da werden wir jetzt noch einen zweiten Hügel setzen. Den setzen wir hier oben hin. So. Und dann haben wir auch noch Löcher. Hier, das sind Löcher. Die können wir dann quasi so hier so eine kleine Löcher reinsetzen auch noch. Können auch in die dritte Ebene gehen und das hier so hinsetzen. Alles klar. Ja, das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Sieht wie gesagt ein bisschen irritierend aus manchmal. Wäre vielleicht besser, wenn ich den Baum in die dritte Ebene setze. Aber in-game sieht das ganz normal aus. Wie gesagt, wenn das stört, da könnt ihr jetzt auch den Baum in die dritte Ebene setzen und dann das Loch in die zweite Ebene. Wie gesagt, ich mache das gerne, dass es vernünftig aussieht manchmal, aber jetzt auf die Schnelle wollen wir einfach nur, dass eine vernünftige, schöne Map rauskommt, die man auch vorzeigen kann. Genau. Also machen wir das so. Das Loch gefällt mir jetzt nicht ganz so, das da oben. Machen wir es mal eher so. Oder machen wir es so. Ja, machen wir es so. Ja, machen wir es so. So ist eigentlich okay. Genau. Okay. Und dann hast du auch schon versucht, etwas Bodentextur reinzubringen. Hier mit dem Büschel und den Steinen. Und das werden wir jetzt auch weitermachen. Ich werde jetzt aber jetzt erstmal alles rauslöschen, obwohl die Steine im Wasser finde ich eigentlich gut. Das werden wir auch noch ein bisschen erweitern. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Habe ich auch gerne gemacht. So, noch ein paar Steine ins Wasser. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Vielleicht nicht unbedingt dieselben Steine nebeneinander, das sieht immer ein bisschen komisch aus, aber ansonsten so kann man das eigentlich fast lassen. So. Wie gesagt, es ist auch immer ein bisschen Geschmackssache. Jeder sieht das anders, was gut aussieht und was nicht. Am Ende spielt es gar keine Rolle. Das ist vielleicht eine Szene im Spiel, die sieht der Spieler 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten. Und ihr steckt dort eine Stunde Arbeit rein. Es ist überflüssig, wenn ihr da 5 oder 6 Stunden reinsteckt und Details über Details reinsetzt. Aber ihr könnt euch natürlich komplett austoben. Dann werden wir jetzt erstmal anfangen mit diesen Dingern hier, ich weiß nicht, was das darstellen soll, aber wahrscheinlich so eine Art Blumen oder so. Die setzen wir jetzt einfach willkürlich irgendwo hin. Denken da wieder gar nicht groß drüber nach, wo wir die hinsetzen. Nehmen dann noch die mit den Dreien drauf. Ups, dann nicht unbedingt auf den Weg, das kommt nicht so gut. So. Und dann noch vielleicht welche mit noch mehr drauf. Genau. Manche daneben setzen direkt, wenn die nicht unbedingt dieselben Stücken sind.
Also ihr solltet nicht jetzt hier sowas machen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht sehr merkwürdig aus. Dann wirklich, wenn ihr ein größeres Stück davon machen wollt, dann macht es wirklich mit verschiedenen. Sowas zum Beispiel. Dann sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. So zum Beispiel. Dann sieht das gar nicht so schlimm aus. Genau. Ups, falsche Ebene, dritte. Warum habe ich das in die dritte gemacht? Das ist eine gute Frage. Ja, ist egal. Es spielt gar keine Rolle. Normalerweise mache ich sowas lieber in die zweite Ebene und dann die Bäume drüber, weil dann hat man nämlich auch solche Probleme hier nicht. Genau, dann noch machen wir noch ein paar Steine auf den Weg. So. Und das sieht doch schon gar nicht mal schlecht aus. Dann noch ein paar von den weißen Blümchen hier, die sehen ganz gut aus. Genau. Es sind, glaube ich, sogar dieselben, nur dass die blühen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Botaniker. Also müsste man Botaniker sein, um das zu wissen. Aber ich tue einfach mal so, als wäre das so. Die setze ich gerne in die Wiese. Sieht eigentlich ganz nett aus. Und dann noch ein paar von den gelben Blümchen. Jeder mag gelbe Blümchen. Überall hinsetzen. Egal wo. Wie gesagt, gar nicht drüber nachdenken. Je länger ihr drüber nachdenkt, desto länger braucht ihr und desto mehr Fehler macht ihr am Ende auch. Das eigentlich nicht, einfach nicht groß drüber nachdenken, einfach irgendwo hinsetzen. Soll ja auch natürlich wirken und in der Natur, da wachsen die Blumen ja auch nicht irgendwie sortiert. Einfach irgendwie draufsetzen und dann ist gut. So, und dadurch sieht die Map doch schon viel, viel freundlicher aus. Man könnte noch weitere Details hinzufügen. Ja, zum Beispiel hier noch ein paar von den Büscheln. So. Und von den größeren Büscheln vielleicht noch ein paar. Kann man das auch übereinander setzen? Wie sieht das aus? Ne, das sieht nicht gut aus, finde ich jetzt. Also lassen wir das. Hier vielleicht so. So vielleicht. Vielleicht auch noch hier dazwischen noch ein paar. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Nun werden wir noch etwas dunkleres Gras nehmen. Und hier so einfach ein bisschen durchziehen. Da, ups, na, nicht den Weg wegmachen. Und vielleicht auch nicht den Fluss wegmachen. So. Ja, hier wird man es eh nicht sehen durch die Wiese. Aber dadurch bekommt der Boden nochmal ein bisschen Struktur. Und es sieht nochmal ein ganz kleines Tickchen besser aus. Hier hinten vielleicht nochmal ein bisschen. So. Und tada! Schon ist die Map fertig. Das war eine fortgeschrittene Map. Und mehr ist es im Grunde nicht. Es ist wirklich nicht so kompliziert. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich dir erklären wollte. Möglichst viele Details setzen, möglichst geschwungene Form und auch möglichst versuchen, keine geraden Linien zu setzen. Klar, in der Natur gibt es auch gerade Linien, das will ich gar nicht anzweifeln. Aber geschwungene Linien sehen einfach viel schöner aus. Ansonsten fand ich die Map eigentlich von der Idee her gar nicht schlecht, aber du siehst, wie viel man in wenigen Minuten rausholen kann. Wie lange habe ich da jetzt aufgenommen? Ja, 23 Minuten. Mit Erklären nebenbei und alles. Das schaffst du also auch locker in einer Viertelstunde. In einer Viertelstunde schaffst du das ganz locker, solche Map aufzuhübschen. Das ist also kein Thema. Mit ein bisschen Übung klappt das. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und jedem anderen auch. Viel Spaß und immer wieder weiter makern. Immer wieder weiter makern. Ach ja, übrigens ist der RPG Maker momentan im Steam Sale. Ich packe mal einen Link in die Videobeschreibung. Könnt ihr kaufen, wenn ihr möchtet. Momentan ist der RPG Maker XP relativ günstig, aber auch der MV und die anderen RPG Maker. Natürlich kommt es darauf an, wann ihr das Video seht. Aber ich packe trotzdem den Link in die Videobeschreibung. Auch wenn er gerade nicht im Angebot ist, könnt ihr ihn dort ja kaufen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.